Meine Rolle Wilhelm Wicki ist ein in Österreich geborener Jude, der dann über Deutschland, über München nach Amerika ausgewandert ist, aber schon früher, also irgendwann mal in den 20er Jahren. Wo man nicht vergessen darf, in den 20er Jahren war auch eine der absoluten Hochzeiten des Antisemitismus. Und er ist nach Amerika ausgewandert. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn kennenlernen, ist er natürlich schon gute 20 Jahre eigentlich in Amerika, ist schon lange Amerikaner geworden und spricht eben amerikanisch genauso wie Deutsch und hat die Funktion. Quentin zu arbeiten, ist natürlich mehr als eine Ehre. Für mich, gut, also ich lebe jetzt mit diesem Projekt seit 8 Jahren und wusste nicht, ob es noch gemacht wird. Und ab dem Moment, wo ich wusste, dass ich die Rolle habe, konnte ich natürlich nicht mehr aufhören zu grinsen. Bin einer der glücklichsten Menschen, der irgendwie auf diesem Planeten rumläuft, oder mir kommt es auf jeden Fall so vor. Mit ihm arbeiten zu dürfen, ist... Das ist schwierig zu beschreiben. Es macht einfach einen unglaublichen Spaß. Einem der größten Regisseure unserer Zeit zu arbeiten, was kann sich ein Schauspieler Schöneres vorstellen als das? Abgesehen davon ist auch seine Arbeitsweise für einen Schauspieler ein einziger Traum, dieses Proben. Einfach die Zeit, die man vorher geprobt hat, wie man zusammenarbeitet, die Möglichkeiten, die er einem gibt, sich vorzubereiten, da natürlich auch alles schreibt, alles bis ins Detail weiß, ganz genau weiß, was er will und trotzdem den Raum offen lässt für Vorschläge, für Angebote und einem dann aber auch ganz klipp und klar sagen kann, dass er, wenn er es nicht will, warum oder wenn es ihm gefällt, was ihm daran gefällt. Das heißt, die Arbeit hört nie auf mit ihm und das ist einfach für einen Schauspieler unglaublich befriedigend und für mich ist das Schwierigste daran zu denken, was ist in 2 Wochen, wenn ich fertig bin, weil dann kann man nur in ein riesengroßes schwarzes Loch fallen als Schauspieler. Wenn man sagt, mein Gott, ob einem so etwas je wieder im Leben passiert, ist zweifelhaft. Naja, mit den Deutschen arbeiten ist für mich natürlich ganz normal. Das mache ich nun schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Aber es freut mich natürlich, eigentlich freut es mich, weil ich dabei sein darf in einer Gruppe von auch eben deutschen Schauspielern, die ja nun wirklich alle das von einem Kaliber sind. Also einfach die ein paar der besten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Und ich freue mich einfach, dass ich da irgendwie mit dazugehören darf und mit diesen Leuten arbeiten darf. Für mich ist eine große Ehre. Einfach wunderbare Schauspieler, angefangen eben mit Till Berkel, Daniel Brühl, August Diehl. Ich meine, die Liste ist einfach endlos. In ganz kleinen Rollen wirklich unglaubliche Schauspieler, die natürlich dann auch zu diesen kleinen Rollenmomente beitragen, die man sonst nicht bekommen würde. Und das Niveau ist einfach unglaublich hoch und ja, kann nur sagen, für mich ist es eine Ehre, da inkludiert zu sein. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das deutsche Publikum bereit ist für so einen Film. Der Film behandelt meiner Ansicht nach jetzt auch nicht die deutsche Schuld, sondern behandelt vielmehr die Sichtweise der Juden, behandelt auch sehr stark die jüdischen Rachegefühle, die in diesem Film auch absolut befriedigt werden. Nur ich bin Deutscher und auch ich, wenn ich mir einen Film anschaue, identifiziere ich mich immer mit den Hauptfiguren. Und auch als Deutscher kann ich mich mit den Rachegelüsten dieser Figuren identifizieren und setze mich nicht automatisch damit auseinander, dass das jetzt Rachegefühle sind, die von Deutschen ausgelöst wurden. Und abgesehen davon ist es ja auch so, dass wir von einem Publikum reden, was aus Generationen, mehreren Generationen von Deutschen besteht, die in dem Sinne ja keine direkten Schuldgefühle mehr haben, mit dem, was damals passiert ist. Sie haben vielleicht noch irgendwelche Dinge, die sie verarbeiten müssen, dass ihre Großväter oder Urgroßväter daran beteiligt waren. Aber es gibt einfach keine direkte persönliche Schuld mehr und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das deutsche Publikum weniger bereit wäre für diesen Film als irgendein Publikum sonst wo auf der Welt.